Wir schicken unsere Gäste einmal um die Welt. Die Auswahl ist fantastisch, alles da, was euch gefällt. Sommer, Herbst und Winter, jede Reise ist ein Hit. Als Single-Liebes-Pärchen oder als Familientrip. Lust auf Reisen, Lust auf Leben oder ganz viel mehr. Von jung bis alt, ich sag dir, das ist Zeit für oder wer. Sommer, Sonne, Sonnenklar TV. Oh, mach mal wieder Urlaub mit Sonnenklar TV. Sommer, Sonne, Sonnenklar TV. Oh, mach mal wieder Urlaub mit Sonnenklar TV. 24 Stunden live im TV um die Welt. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ja. Hasselton Production mit einem neuen Video aus Madrid. Die fast 2000 Jahre alte Stadt hat 3,9 Millionen Einwohner, was sie eine der größten Städte von Europa macht. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Hasselton Video. Ja, wir sind hier 4 Tage zu den Ostern. Es ist sehr viel los, es erwartet uns sehr viel. Und was genau uns erwartet, zeige ich mit diesem Video. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Okay. Mami, tú eres una champion. Rampa, pa, pam, pam, con un booty fuera del hogar. Wir sind in Madrid, nach ungefähr 5 Stunden, eigentlich ziemlich schnell, sind wir gelandet und endlich im Hotelzimmer. Sehr schönes Hotel, erster Eindruck ziemlich gut und wir haben Besuch. Schauen wir mal, was da los ist. Hallo und herzlich willkommen zur Roomtour in Madrid. Jetzt schauen wir mal, was wir gebucht haben. Wir haben eben ein Städteblick-Zimmer gebucht. Wir werden begrüßt mit einem riesigen Spiegel. Lava ist auch im Hintergrund. Es ist alles ein bisschen vorweg gestaltet. Jedes Zimmer schaut anders aus. Einzige Defizit ist vielleicht, ich mag nicht viel, aber ich mag das gern, wenn man mich hört für den Vorbild. Geh mal rein, dann sieht man, wie transparent das ist. Aber die Akustik ist gut. Deswegen. Und ein rosa Bad haben wir. Deswegen, ja, ein rosa Bad. Die schaut echt cool aus. Das ist eigentlich voll hochwertig eingerichtet. Sehr sauber, muss man schon sagen. Man kann die Schuhe ausziehen, man kann mit Socken rumlaufen. Hätten wir Schlimmeres erwartet. Und das Beste überhaupt ist der Ausblick. Und wir schauen hier direkt runter auf die Gran Via. Hätten wir Schlimmeres erwartet. Wie man sieht, ist man echt mitten in der City. Es ist alles innerhalb von, glaube ich, 10 Minuten Fußweg erreichbar. Und wir freuen uns jetzt morgen schon auf die Tour. Die ist gratis übrigens und jetzt machen wir heute einmal einen Cut. Ja gut, bis morgen, wir freuen uns und ciao. Adios amigos. Adios. Tag 1 in Madrid, also eigentlich Tag 2. Wir gehen jetzt zu unserer Tour, die wir gebucht haben. Und die fängt an beim Plaza del Sol. Und da gehen wir jetzt rüber. Okay, wir haben unsere Tour gestartet. Ich hab's schon wieder vergessen, aber irgendwas mit Sol. Plaza del Sol. Er heißt deswegen so, weil da einmal ein Tor war, wo eben das Tor ist nach Osten gerichtet und da geht die Sonne auf. Die Sonne. Und der Plaza ist eben geformt wie ein Halbmond, wie eine Halbsonne. Deswegen ist es so benannt. Aber ein recht cooler Platz, weil da ist ein Kilometer Zero.
Jetzt wissen wir, was es da geht. Da geht es darum, dass du dass alle 6 Main Streets von Spanien gehen, von dem Punkt aus, von dem Rathaus. Von dem ehemaligen Post-Office. Ehemaligen Post-Office, also es ist kein Rathaus. Das Lustige ist, hat man nie gedacht, dass ich einmal eine Tour mache, wo ich bin, nachgehen muss, der einen Schirm hochhaltet. Also jetzt haben wir es erreicht, das Stadion von den Obertouristen. Die Obertouristen jetzt. So, wir sind da bei Plaza Mayor, also der Hauptplatz. Hat eine sehr große Geschichte hinter sich. Speziell was mit Exekutionen zu tun hat und. Inquisition. Ja, aber trotzdem. Das andere ist ja Kopf abhacken, das haben sie nicht gehabt. Die Guillotine und so. Ah, das haben sie auch gemacht, oder? Echt? Ja. Genau. Und jetzt gehen wir weiter. Schaut mal den Bär da hinten an. Oh, jetzt sieht man ihn nicht mehr. So, wo sind wir, Laura? In der Calle de Toledo. Also 24 Stunden von da geradeaus ist Toledo. Die damalige, was haben wir gesagt? Die damalige Hauptstadt von Spanien. Bis der Felipe II. Gekommen ist und Madrid die Hauptstadt gemacht hat von Spanien. Ja, interessante Tour bis jetzt. You know how we do. Se acabó. Free drinks in the house. Also wir sind da jetzt bei einer kleinen Gasse in Madrid angekommen. Es geht darum, dass da ein Curious Guy steht, also ein sehr neugieriger alter Mann, und der repräsentiert so die älteren Leute, die in den Nachbarschaften immer in Spanien da vor der Haustür stehen und sehr neugierig sind. Und man muss ein Bo grapschen, damit sie Glück kriegt. Slap it! Er klatscht sogar. Die Tour haben wir überstanden. War echt cool. Haben wir sehr viele Sachen von Madrid kennengelernt. Speziell jetzt sind wir über den Palast. Das ist eigentlich der flächenmäßig größte Palast in Europa. Ist größer als Versailles. Versailles hat natürlich noch den Garten dabei. Das reimt sich wieder. Essen war noch was gehört, ja? Variation. Jeder läuft mit wirklich geilen Sachen immer vorbei und man denkt sich immer, wo kriegt man das? Also wir haben hier von Beef, dann haben wir Chicken und wir haben was Vegetarisches. Der dritte Gang wird gesponsert von Korea. Wir haben hier Frühlingsrollen, Dumplings. So mit Gemüse, ist eher vegetarisch und das ist Fisch. Mit was startest? Ich glaube, ich starte mit dem. Ja, da war die. Okay, kurzes Update. Wir haben ja vorhin Mittagessen beim Markt. Sind ins Hotel noch angegangen, haben ein bisschen
kostet, vielleicht ein bisschen zu viel kostet. 20 Minuten. Vielleicht habe ich einen Polsterabdruck noch im Gesicht. Egal. Jetzt sind wir auf dem Weg zum ersten Museum, zur Rainer-Sophia-Museum. Okay. Wir haben uns entschieden, wir stehen nicht an. Dafür nutzen wir den schönen Tag und die Zeit, dass wir einmal durch den riesigen Park gehen. Ich habe ihn leider wieder nochmal vergessen. Retiro-Park. Der ist riesig. Spazieren wir einfach durch, schauen, was wir noch finden. Und nachher Snacks. Snacken. Und dann suchen wir uns ein schönes Restaurant. Gehen wir mal oben essen. Und nachher ist der Tag eh schon wieder vorbei. Und ich habe coole Videos gemacht von der Skybar. Ja. Und wohin gehen wir morgen? Tun wir schon spoilern oder noch nicht? Tun wir noch nicht spoilern. Das hat was mit einem Ball zu tun. Das hat was mit dem Stadion zu tun. So was wir auf. Ich glaube, es läuft schon, oder? Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag von Madrid. Wir sind gespannt, was der Tag wieder bringt. Gestern war er sehr aufregend und heute fahren wir das erste Mal U-Bahn und wir fahren zum ersten Stadion. Es handelt sich um Atletico Madrid und das Real Madrid Bernabeu, das werden wir vielleicht mit dem Sightseeing-Bus anschauen, gell? Gut. Ja, wir sind aus dem Hotel heraus. Das Hotel befindet sich da oben bei uns. Vielleicht werden wir da mal ein besseres Video machen. Und wir sind eigentlich mitten am Broadway von Madrid. Wie heißt es, Laura? Gran Via. Gran Via, meine Damen und Herren. Wir sind inmitten Downtown Madrid und jetzt fahren wir das erste Mal U-Bahn. Hallo meine Sportfreunde und herzlich willkommen aus Madrid. Wir stehen hier vor dem Wanda Metropolitano, Heimat von Atletico Madrid. Wir stehen kurz bevor das Stadion zu besichtigen. Um 11.30 Uhr geht's los. Und Highlight dieser Woche war das Champions League Spiel in diesem Stadion gegen Man City. Leider wurde das verloren. Atletico Madrid ist nicht weitergekommen in der Champions League. Trotzdem hart erkämpften Spiel. Und ja, wir freuen uns auf eine schöne Tour. Erwarten uns viel. Santiago Bernabeu ist leider derzeit im Umbau, deswegen haben wir dieses Stadion ausgewählt. Und ich als Sportfreund blicke natürlich mit freudigen Grinsen in dieses Stadion und denke mir, jawohl, Fußball, jawohl. Apropos Fußball, speziellen Gruß an unser OSV-Team. Das Team wird natürlich auch ein spannendes Spiel jetzt am Wochenende bestreiten gegen den viertplatzierten Sachsenburg. Und leider konnte ich nicht dabei sein. Aber trotzdem schöne Grüße an dieser Stelle und sportliche Grüße und viel Glück. Ja, ich werde jetzt da drinnen dreimal peppeln und dann werden sie sich denken, was ist denn das für Ihrer? Jetzt dann werden wir ihn gleich einstellen als Stadionsprecher. Ja, hallo. Wir sind da mitten im Stadion auf der Spielerbank von Atletico Madrid. Jetzt habe ich schauen müssen, welches Logo das hat, aber dass ich wohl keinen Platz im sage. Der Rosen ist perfekt zum Spülen für ein Champions League-Spiel, aber leider sind sie ausgestiegen. Es ist 2017 umgebaut worden, es ist riesig und normalerweise wird da jetzt der Simeone die Spieler alles hasen. Ja. Boah, da sind einige Laubgebläse da oben. Da oben fahren sie. Also ein Traum von jedem Fußballspieler, da mal einzulaufen.
Und meine Damen und Herren, das Groß, das ist, hat ein bisschen eine Nässe. Das Nasse Groß, das erinnert mich an daheim. An daheim, wenn man als Jugendspieler gespielt hat. Und das, der Geruch vom Stadion, das ist Fußball, das ist Leidenschaft, das ist pure Leidenschaft, sage ich Ihnen, meine Damen und Herren. Wenn man da einmal das Stadion betritt, mit so vielen Plätzen, ein volles Stadion, läuft man ein, da kann man nur Gänsehaut haben. Das ist besser als Schokolade. Meine Damen und Herren, live hier aus Atletico Madrid beende ich hier mit dem Report und wünsche Ihnen noch einen sportlichen Abend. Wiederschauen. Grüß euch, hallo. Ja. Gut, erste Frage. Bitte. Auch gegen Sachsenburg, ja, wird schwer werden, aber du vorne da drüben, der wird schon richten. Mittendrin, Angst die von der Seite mit einem 4-4-3. Der wird die Flanken bringen und einen kurzen Stangenleine. Und dann sind wir eigentlich schon mit einem 1-0 vorne. Das reicht für uns. 1-0 sind 3 Punkte und die fahren wir heim. Deswegen, ja, wird ein gutes Spiel am Samstag, aber generell ist es ein Angstgegner von uns, aber wir werden uns gut machen. Dankeschön, für dich. Danke, ciao. So, wir haben unser erstes spanisches Restaurant. La Casa del Abuelo. Sehr gut. At the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. 3 nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. My green lights in your body language. Seems like you could use a little. Ja, Tag 3. Na, Tag 4. Tag 3. Tag 3 in Madrid. Gestern haben wir noch was gegessen und waren auf Essenssuche. Haben einen schönen Markt gefunden, den zweiten von diesem Trip. Und ja, sonst ist gestern nichts mehr passiert und heute wird auch nicht so aufregend. Heute schauen wir uns die restlichen Platzl noch an, also nur Kleinigkeiten und nachher gehen wir eher shoppen und bummeln. Um 14:30 Uhr, also Tipp von unserer Seite, bitte schaut euch davor an, wo das Essen geht, weil sonst wird es stressig, sonst überhaupt in der Osterzeit, da sind Millionen von Leuten auf der Straße und die wollen alle gleichzeitig essen. Deswegen informiert euch davor und wir haben heute reserviert um 14:30 Uhr auch wieder in einem Markt ein Restaurant, das auch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden ist. Also bin schon gespannt. 8 Gänge und ja, wird sehr lässig werden. Also bis dorthin 14:30 Uhr bummeln wir ein bisschen durch die Gran Via, ein bisschen shoppen und dann schauen wir mal weiter. Wohin? Zum Palast. Zum Palast, wo die Ägypter ein Denkmal gemacht haben für die Hilfe. Oh, das ist der Tempel. Achso, ja genau, Trottel. Der Tempel, zu dem gehen wir zuerst. Genau, da haben die Ägypter was herplatziert nach Spanien, weil eben die Spanier so hilfreich waren bei den ganzen Ausgrabungen. Und zum Plaza gehen wir auch nochmal, weil da haben wir kein gescheites Bild gemacht. Deswegen, ja. Wenn man kein Bild gemacht hat, dann waren wir nicht da. Dann waren wir nicht da. Aber ja, ich würde es trotzdem nochmal so machen, also immer in den ersten 2 Tagen einmal durchflitzen durch die Stadt und dann die letzten 2 Tage nutzen, dass man alles nochmal genauer anschaut, was man mag. Gut, das war das Intro für Tag 3. Stay tuned. Adios, amigos. Wir sind jetzt beim Palazzo di Madrid. Na, wie heißt das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Wir sind halt beim Palazzo. Okay. Und für jeden Monk ein Albtraum, weil wenn man genauer auf den Palast schaut, sieht man, dass er nicht symmetrisch ist. Was soll das? Der rechte Flügel, der steht außer und links ist einfach Stopp. Aber es hat einen Grund, weil wenn man dann links umschaut, geht es abwärts. Deswegen werden sie da keinen Platz mehr gehabt haben. Aber mich nervt es. Mich nervt der Platz. Gehen wir bitte weiter und dann schauen wir uns wieder was Symmetrisches an. Was tust du so noch bei mir? Geh weg!
nicht aus sweaty aus. Na mal. Magst du mir mal fühlen wie eine Bass? Später. So, sorry. This is our sweet bread. Okay, it's the this thing. Ah, okay, yeah, yeah. Yeah. Okay, we've got the our sauce. It's a laksa made with bird. Okay. 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 Yeah. And the coconut milk. Treat them with a spoon and enjoy. Thank That's you. It. Thank you. So, mit ca. 10 Kilo mehr gehen wir jetzt raus aus dem Markt. Mercados de Madrid. Schaut von außen sehr bescheiden aus, aber drinnen geht es ziemlich rund. Also da sind einige Fischmärkte, also Fischstandeln, Obst und so weiter. Und mittendrin befindet sich von Michelin ein vorgeschlagenes Lokal. Und da waren wir jetzt ein ausgezeichnetes Lokal. Hat einige Preise schon gewonnen, ist ganz bescheiden, ist eine Bar, wo man nur zweimal eigentlich eine Zeit buchen kann. Das ist um 14:30 Uhr, wo wir jetzt waren, und um 21:30 Uhr, was ziemlich spät ist. Und nachher wird man eben verwöhnt mit einem 8-Gänge-Menü. Und viel Wein und Bier. Und jetzt habe ich schon einen leichten Damenspitz und das taugt mir. Jetzt werden wir mal zurück zur Gran Via wieder gehen. Aber eben, das Essen war mörderisch. Ich habe ja ein paar Videos gemacht. So viele Geschmäcker auf einer Gabel, das ist unglaublich. Und ja, deswegen haben wir es wirklich gut ausgenutzt, unser Kulinarik. Und das geht's weiter, was läuft jetzt? Ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Also, letzter Abend in Madrid. Wir sind jetzt auf der Skybar von unserem Hotel und genießen ein bisschen die letzten Momente. Man sieht da eigentlich perfektes Zentrum von Madrid. Sind wir ja direkt auf der Gran Via, die sich unter uns befindet. Und ja, es war schön, es war ein perfekter Urlaub. Also wir haben alles gesehen, wir sind jetzt nochmal mit unserem Freund von der Rezeption alles durchgegangen. Eigentlich haben wir echt alles gesehen, was Madrid so liefert. Und wir sind happy, also gut gegessen haben wir. Schöne Gebäude haben wir gesehen, schöne Frauen habe ich an meiner Seite. Und jetzt gibt es noch ein Dinter de Varano, bis man umkommt. Und ja, morgen geht es schon wieder heim. Mhm. Also, danke für den schönen Urlaub. You have to have something that sticks. You have to have something that's monumental. When you walk out on stage, it has to be monumental. Jiggle, jiggle. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle, jiggle. It folds. I'd like to see you wiggle, wiggle. For sure. It makes me want to dribble, dribble. You know, riding in my Fiat. You really have to see it. 6'2" in a compact. No slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. I sit bruised from chalices. Holding my palaces. Grip is so cramped, you suck a supper from paralysis. Rhymes. I ride them in the castle. You try to diss me and pretty soon your arse will squat in the cell. Cause I can tell you it's illegal. Treason, that's the reason I'm real. Do time for the crime that lends majesty. I the police cause they can't arrest me.